Hey YouTube und herzlich willkommen zurück. Was macht die Maus da? Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Sie hatten recht. Hitman. Der Waffenhändler ist hinter Victoria. Okay. Her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist er schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Okay. Nein. Weglaufen war noch nie mein Ding. Klingt ja super. Zwei Tage vorher. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub? Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sie versteckt sich irgendwo. Alles klar? Klar. Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauch dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn sie sie haben. Was? Dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Cool. So mach mal Geschäfte. Gib dem Mann mal Feuer. Okay. Was ist das denn für ein Typ? Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Ein Small Wade. Hope Kuga. Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Der macht hier Gänsehaut. Das ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Wichsenclub an der Bristol Street. Der Kerl bedeutet Ärger, selbst für meine Verhältnisse. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Okay. Das klingt irgendwie interessant. Und den Playboy Clubs oder was auch immer weiß ich mal gerne. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Wichsen Club durch die Tunnel am Roxy führen. Viel Glück, mein Freund. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich dort jetzt hinkomme, aber okay. Wo muss ich hin? Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Oha. Über mir sind ja mehr als genug Polizisten. Ich sag dir, das Problem sind die Mädchen. Was labert denn der? Die Jungs kommen klar. Ausreißer, Junkies vor allem. Auf Mädchen muss man aufpassen. Die Mädchen, die holt der Teufel. Aha. Schleppt sie nach Hawaii. Ein übler Ort. Ach, Moment mal ganz kurz. Ich glaube... Hallo? Ja, ich habe meine Drahtseile wieder. Okay. Das war nämlich so das Ding, was mich am meisten interessiert hat. Achso, ich dachte, jetzt kann ich hier lang, aber nein! Warum denn auch? Oh! Oh! What the fuck? Ja, geh, Dom! Alter, das war knapp. Den habe ich gar nicht gesehen. Irgendwas wie ein okay. Altar oder so. Sieht aus wie... Hey, Moment mal. Okay. Hey, wie läuft eigentlich das dieser Hawaii-Fall? Das ist nicht unser Problem. Hm? Dich muss nur interessieren, dass wir den Verdächtigen finden müssen. Sonst reißt uns Faulkner den Arsch auf. Okay, verstanden. Es ist nur... Hey, schick einfach jemanden hier runter, okay? Das hier könnte vielleicht nicht... Mach ich. Okay. Aber erst morgen. Und jetzt vergiss es einfach. Okay, alles klar. Okay. Bla bla bla.
guckst jetzt aber nicht hier rein, oder? Kannst du mal bitte weggehen? So, komm her! Du krankes Schwein! So, tut mir leid. Das war keine Absicht, aber ich musste es einfach tun. So, schleppen und loswerden. Revolvermunition habe ich jetzt eigentlich nicht gebraucht. Achso, ich hatte gar keine Waffe. Hä? Warum habe ich keine Waffe? Das ist so ärgerlich. Ich will gerne die Waffe haben, die auch, wie heißt der Müll? Die auch einen Schalldämpfer hat. Das wäre viel effektiver für mich und für die anderen und für irgendwie alle zusammen. Okay, ist hier irgendjemand unterwegs? Irgendwie nicht, oder? Nö. Okay, hier kann man hoch. Und hier ist sein Kontrollpunkt. Was stand da? Fortschritt wird nur gesichert und bla 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 bla. Okay. What? Wo muss ich denn hin? Oh, da hinten ist einer. Ich steh mal auf und geh einfach weiter. Okay. So. Ist immer gut, einen Kollegen zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Was? Wir sehen uns unter der Dusche. Wovon träumst du nachts? Okay, achso, wir sind schon da. Ich dachte, das geht jetzt weiter, oder wie? Naja, egal. Aua. Das ist, ich weiß nicht warum, aber egal. Es ist einfach so nervig, dass die Zwischensequenzen, vielleicht liegt das auch an meinen Grafikeinstellungen. Ich probiere das jetzt mal. Was ein MSA, ich mach das einfach weg. Hat das übernommen? Nee, hat er nicht. Einstellungen übernehmen. Okay. Ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Okay, von hier bin ich jetzt gekommen. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten. In Ordnung. Okay. Wir sind also alle bescheuert, was? Hawaii sagt ihn dann wohl auch nicht, oder? Wenn ihr gesurft wird, Kumpel. Wenn ich hier komme, klar. Wir haben ein Mädchen aus ihrem Club gefunden. Vergewaltigt und ermordet. Auf ihrer Leiche wurde eine Postkarte aus Hawaii. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich hier drumherum gehen kann, aber anscheinend nicht. Doch. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier lang gehe? Moment mal, weil ich will unten entlang gehen. Ich glaube, da schaffe ich es eher, als wenn ich durch den Haupteingang gehe. Oh Mann, jetzt komme ich hier wieder an demselben Ort raus. Hä? Das muss doch hier irgendwie funktionieren. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier lang gehe? Aha. Okay. Betreten. Dann betreten wir das Ganze. Verlassen. Okay. Okay. Titties, I'm coming. Eindringen? Darf ich mich hier nicht aufhalten, oder wie?
Okay. Ich brauche irgendetwas zum Anziehen oder Umziehen oder wie auch immer. Wie sind Sie denn drauf? Wenn Sie Titten sehen wollen, müssen Sie bezahlen. Oh, kommen Sie schon, Mann. Henk kennt mich. Henk lässt mich immer rein. Bitte, ist Henk da? Kennen Sie Henk? Henk kennt mich. Ich kenne keinen Scheiß Henk, okay? Aber ich habe eine bessere Idee. Mhm. Scheren Sie sich zum Teufel und kommen Sie wieder, wenn Sie Geld haben. Und jetzt verschwinden Sie. Okay, schon gut. Okay. Aber können Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie Amber was von mir ausrichten? Na klar, Amber. Hey, muss ich es Ihnen erst aufschreiben oder was? Sie sollen sich verpissen. Echt? Okay, okay. Dann gehe ich eben heim zu meiner Frau. Super. Du Vollpfeife. Aber der hat bestimmt so ein blödes Outfit, was ich gebrauchen könnte. Ah, okay, ich darf mich doch hier im Club. Denken Sie dran, gehen Sie zur Bar, wenn Sie im Wichsenclub sind. Warum? Dom ist gerne da, wo die Action ist. Okay. Und an der Bar ist Action? Ich sehe gerade, ich dringe gar nicht an. Ich brauche gar keinen. Oh! What the fuck? Don Osmond gefunden? Okay. Was geht denn ab, Leute? Das Coole ist, soweit ich weiß, gibt es hier keine Polizei. Und deswegen kann mich auch keiner erkennen. Glaube ich. Zumindest. Wie geht's Ihnen, Officer? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich dir auch. Drossel. Tut mir leid, aber ich glaube, das war nötig. Loswerden. Tschüss. War schön mit dir. Auch wenn du ganz lieb warst, aber Schlüsselkarte. Ich weiß auch wofür. Ich weiß wofür. Das war für diesen beschissenen Eingang eben, wo wir herkamen. Komm, geht mal weg hier. Wo ist denn die da? Nee, hier kann ich gar nicht durch. So, weg da, Platz da. Ja, Penners. Oh, hier ist ein Kontrollpunkt. Personalbereich voraus, alles klar. Hi. Polizei von Chicago ist bei uns immer willkommen. Viel Spaß, Bruder. Okay, wenn ich jetzt hier reingehe, sterbe ich dann. Okay. Verschwinde jetzt. Los. Geh. Ah. Okay. Dom hier. Ich schicke ein neues Mädchen rauf. Da, Wade wird begeistert sein. Ist das Hawaii-Zimmer vorbereitet? Gut. Sieh zu, dass genug Whisky da ist. Gespart wird nicht. Und denk an den Lachs. Da steht Wade total drauf. Nur das Beste für meine Freunde, richtig? Cool. Bis später, Baby. Okay. Yo, was geht? Was, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ich verstehe gerade nicht, was ich hier machen soll. Wo ist denn der jetzt hin? Oh, da. Okay. Boah, Mädchen, du hast Mörderhupen, aber ey, hau bloß ab. Was? Der hat gerade gesagt, die ist eigentlich ein Kerl. Komm, geh aufs Klo. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich gebe Ihnen $20. Das ist gut. So. Hi! Ich bin ein guter Freund von dir. Loswerden. Okay. Aber ich glaube, ich hätte das irgendwie auch intelligenter lösen können. Nach oben gelangen.
verkleiden. Oder? Doch, ich muss mich verkleiden, glaube ich, weil sonst erkennt mich ja jeder Arsch. Verkleidung freigeschaltet. Wo ist denn oben? Wo gehe ich denn hier lang? What? Ja, schön für euch. Wo ist denn hier oben, verdammt nochmal? Da hinten? Das ist aber die Bühne. Wo komme ich hin, wenn ich hier lang gehe? Oh, da ist ja einer. Hey, wer ist das? Wer ist das? Hey, hört das auf mit Kumpel, ja? Ja, ich weiß. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt einfach heim, okay? In Ordnung. Hey, die nehmen ja alles auf, die Ekelhaften. Misstrauisch. Oh, ich habe jetzt eine mit Schalldämpfer. Okay, geh an mir vorbei. Ruhig stellen! Komm! Boah, seid doch ruhig. Verdammt nochmal. Schlüsselkarte. Oh oh. Das ist hier gerade fast eskaliert. Hey, der hat das gar nicht gecheckt. Dass ich den einen hier umgelegt habe, oder? Ja, wenn das so ist, dann entsorge ich ihn mal. So, geh, komm. Weg mit dir. Müllhaufen. Warum schreien die eigentlich immer noch rum? Und die, warum tanzt die überhaupt noch rum? Was ist denn hier überhaupt passiert? Ich dachte, die wäre tot. Naja, egal. Wen interessiert das? Mal ganz im Ernst. Wir haben doch alle die Geschichten gehört, oder? Über die verschwundenen Mädchen. Ich dachte, es wäre nur ein Gerücht, um uns klein zu halten. Damit wir uns wertlos vorkommen. Okay. Als könnten wir einfach verschwinden, ohne dass es jemand bemerkt. Oder dass es jemanden interessiert, verstehst du? Aber jetzt, seit Amber verschwunden ist, bin ich... Ich bin mir einfach nicht mehr sicher. Sie hatte in dieser Nacht echt Angst. Als wüsste sie, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Sie wusste es. Und jetzt schnüffeln die Cops hier rum. Du solltest nichts sagen, solange du dir nicht sicher bist. Überlass das den Cops. Riskier nicht dein... Okay. Aber das, was die quatschen, das beunruhigt mich gerade. Weil eben war doch dieser eine komische Penner oder was das da war, Obdachloser, wie man ihn noch nennen mag. Der hat auch etwas über Hawaii-Mädchen gequatscht und jetzt suchen die irgendwelche Mädchen. Ich bin verwirrt. Irrelevant. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.